Hallo, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Trainingsvideo, einem sehr aufregenden Trainingsvideo für mich, denn Fussel wird jetzt das erste Mal auswärts springen und ich bin gerade dabei, hier Sachen zu packen, denn wir brauchen auch den Hänger. Wir fahren nämlich nicht nur mit meinen zwei Pferdchen, die ich mitnehme, mit Chloe und mit Fussel, sondern wir nehmen auch die Ponys für die Mädels mit. Und da bin ich natürlich gleich doppelt gespannt, wie die sich dann schlagen werden. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Sachen, denn ich bin ein bisschen hinter der Zeit und es wird ein bisschen knapp. Ich habe jetzt schon mal meinen schäbigen Stollenkoffer rausgezaubert, dass ich schon mal die Löcher sauber machen kann. Und dann müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Also wir haben jetzt keinen Zeitdruck, dass wir irgendwann pünktlich da sein müssen, aber je später man da ist, desto später ist man halt auch dran. Und wenn Lea das nicht hinkriegt, dann gehen wir einfach auf den Hänger mit ihm. Ist auch okay. Ja, warte, ich regel das hier. Hallo. Komm, klein Fusli. Super. Wow. Also einfach. Ja, jetzt musst du dich aber umdrehen, Fussel. Also, tja. Ich nehme Tonis Jacke mit. Wir müssen aber noch raus aus dem Auto. Der da. Ey, du kannst dich doch nicht jedes Mal im Auto verstecken, wenn es irgendwo hingeht, Strolti. Na komm. Oh, der ist völlig fertig schon wieder. Wir können bald eine Compilation machen, Strolti aus dem Auto rausheben. Ja. Oh Gott, er hat es wirklich schwer im Leben. Like I know. Oh nein! Jetzt ist alles runtergefallen, Scheiße! Auch mal geil, ne? Oh, Fussi! Oh Gottchen, der ist ja fix und alle, der Kleine. Fussel. Grüß dich. Reiten ist kein Sport, das hatten wir doch schon mal. Jetzt stell dich nicht so an, Frau Buchholz. Das ist alles nervig. Ja. Oh, guck, wie schön es steht. Alter, renn mich nicht um. Geh weg. Da darfst du nicht vorgehen. Fussi. Und dann kommt noch die kleine Ratte an.
Für Fussel war das gleich Mutprobe in dreierlei Hinsicht. Einmal das erste Mal Springtraining woanders, dann das erste Mal Springtraining draußen auf einem großen Platz und dann auch noch mit ganz vielen anderen Pferden. Das hat ihn am Anfang auch echt ganz schön kirre gemacht. Er hat ja mit anderen Pferden immer so ziemlich viel Skepsis verbunden. Wir haben das zu Hause dann langsam angefangen zu trainieren und das wurde auch sehr viel besser schon. Aber da muss ich eben immer gucken, dass ich am Anfang allen Pferden erstmal so ein bisschen ausweiche. Aber das ist ja nichts Schlimmes, was er macht. Also er bockt nicht oder sonst irgendwas. Er hat einfach ziemlich Angst, wenn dann einer so wild angaloppiert kommt. Und es ist Wahnsinn, wenn er jetzt wirklich das so ein bisschen im Hinterkopf behaltet, wie er sich in dieser Stunde entwickelt. Ich habe dann angefangen, ein bisschen zu traben, dass er eben auch einfach beschäftigt ist. Am Anfang erstmal im Aussitzen, dass ich ein bisschen mehr dran sitze und nicht die Bocksprünge dann gerade habe, wenn ich aus dem Sattel aufstehe. Dann konnte ich aber auch schnell ins Leichttraben übergehen, weil er hat mich dann richtig schnell gut sitzen lassen. Also er ist zwar vorne noch so ein bisschen spannig aufgesetzt, ist jetzt noch nicht losgelassen im Körper, aber ich konnte ihn richtig gut einrahmen mit meinen Hilfen und er hat sich da sehr gut an mir orientiert. Und auch hier der Galopp, also schon der Galopp an sich, das ist ja wahnsinnig gut geworden. Da hatte ich euch schon mal einen Mini-Ausschnitt bei Instagram auch gezeigt und das ist so toll, wie raumgreifend, kraftvoll, trotzdem gleichzeitig leichtfüßig das Ganze geworden ist. Auch wenn da immer noch so kurze Schreckmomente drin sind, hält er aber den Schweif schön locker. Er hat den jetzt nicht eingeklemmt irgendwie hinten und macht sich da fest, sondern galoppiert einfach sehr kraftvoll, ausdrucksstark hier über den großen Platz. Und er wird von Runde zu Runde entspannter. Ihr seht jetzt auch hier schon, der Galopp ist zwar immer noch sehr kraftvoll und ausdrucksstark, aber er ist schon ruhiger und gesetzter und ich konnte dann eben immer leichter werden in meinen einrahmenden Hilfen. Die Sprünge an sich, auch hier jetzt so an der Mauer vorbei, haben ihn gar nicht interessiert. Das ist Wahnsinn, das war für ihn so alles selbstverständlich. Aber die Pferde waren eben am Anfang noch gruselig, aber auch da habt ihr jetzt gesehen, konnte ich jetzt auch schon einfach entspannt in der Arbeit zwischendurch galoppieren und das war natürlich auch erstmal ganz viel Fokus an dem Tag, dass ich viel außenrum geritten bin, viele Sprünge haben wir gar nicht gemacht, jetzt seht ihr hier aber gleich das erste kleine Kreuz, da sage ich noch, ah, das geht oder was, also wo man eigentlich denkt, dass die Pferde erstmal gucken, das war überhaupt kein Problem, immer gespitzte Ohren, immer den Zug nach vorne, ohne irgendwie drauf zu ziehen und da chaotisch zu werden. Also das hat er einfach ganz, ganz, ganz klasse gemacht und das hat einfach riesig viel Freude gemacht, ihn da so durch seine erste Einheit zu begleiten. Wenn ich neue Sprünge gemacht habe, dann habe ich die immer erstmal im Trab angeritten, um ihm mehr Zeit zu geben und mehr Ruhe, sich auf den Sprung zu konzentrieren. Und wenn das dann gut war, dann ging es im Galopp weiter und auch das hier am Anfang erstmal ein bisschen zum Ausgang hingedrängelt hat, hat sich dann ganz schnell auch gebessert, dass er schön bei mir blieb. Dann habe ich hier die lange Seite einzeln nacheinander aufgebaut und hier mal das perfekte Beispiel, wie entspannt er dann geworden ist. Zwar kurz mal geguckt, aber sofort wieder ruhig. Er ist ja eben ein sehr aufmerksames Pferd, hat sich dabei aber einfach ganz, ganz toll führen lassen. Dann bin ich hier die lange Seite einmal erstmal im Trab reingeritten und die kleinen 7 Galoppsprünge hinten raus, auch jetzt hier nochmal schön gewartet. Da konnte ich dann locker einfach weiterreiten auf die 6, ohne dass er irgendwie reingezogen hat. Dann haben wir das Ganze noch einmal mit einem kleinen Ochser hinten verbunden. Und dabei haben wir es dann auch gut sein lassen, weil er hat sich in dieser Stunde so unfassbar weiterentwickelt und gezeigt, was er kann. Verspätet, aber dafür bei einem kleinen Fusselausritt gibt es noch ein kleines Fazit vom ersten Auswärtsspringtraining mit ihm.
Und ich muss sagen, ich bin unglaublich stolz auf den Kleinen. Der hat das so tapfer gemeistert. Also so dieses Drumherum war schon relativ aufregend. So das Stollendrehen hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil die Gewinde nicht richtig gegriffen haben. Und dann war das alles ein bisschen hektisch und dann konnte ich nicht ordentlich Stollen drehen. Das war alles ein bisschen, aber an sich hat er sich richtig gut benommen. Das waren halt nur so blöde Umstände, weshalb ich dann auch nicht viel gesprungen bin, sondern immer mir die Sprünge ein bisschen ausgeguckt habe, wie der Boden ist, weil ich halt nicht alle Stollen reinkommen habe. Aber das, was wir dort an Training ja vor allem im Fokus hatten, war ja auch mit anderen Pferden, die ja auch springen, einfach schon mal auf dem Platz überleben. Und am Anfang war das erstmal alles super, super gruselig für ihn, aber er hat sich ganz toll an mir orientiert. Wie er das ja auch so im Gelände zum Beispiel macht, wie jetzt hier auch, mit langem Zügel, zwar immer ganz aufmerksam die Umgebung beobachtend, trotzdem bei mir. Und genauso war auch das Reiten erstmal drumherum. Und er hat sich dann durch das lockere Arbeiten richtig gefunden und hat eben sich auf die Arbeit konzentriert und auf mich und meine Hilfen. Und das war schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann, wie gesagt, habe ich nicht so viele Sprünge gemacht. Es war halt auch außenrum so ein bisschen wilder gewesen, weil ja mehrere auch auf dem Platz gleichzeitig gesprungen sind. Aber die Sprünge, die wir gemacht haben, waren richtig, richtig gut. Und die Sprünge haben ihn auch überhaupt nicht interessiert, so dass er die angeguckt hätte und davor irgendwie nervös geworden wäre. Das war absolut überhaupt gar nicht der Fall. Also sowohl das Vorbeireiten als auch dann das Anreiten und drüber springen war gar kein Thema. Das macht natürlich Hoffnung für die späteren Turniere und Trainings. Ja, nur das Drumherum muss er jetzt einfach lernen. Und wir genießen jetzt noch weiter unseren Ausritt, schön als Ausgleich zum ersten Turnier, was aufregend war, und jetzt dem ersten Springtraining, was aufregend war. Wieder ganz entspannt durchatmen für den Kleinen, bevor es dann wieder mit lockerem Training und weiteren Neuheiten für ihn weitergeht. Und ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Das gleiche gibt es ja auch von Chloe. Ich kann euch nicht sagen, welches Video zuerst erscheinen wird. Auf jeden Fall sind die Videos Montag und Dienstag geplant, weil das Ganze lasse ich euch bei Instagram entscheiden. Also je nachdem, welche Entscheidung ihr getroffen habt, habt ihr die Reihenfolge der Videos jetzt schon abgehabt. Und ansonsten verabschiede ich mich. Wir sehen uns an den Tagen. Oh Gott, jetzt bin ich ganz verwirrt. Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag zu neuen Videos wieder. Lasst gerne ein Like, ein Kommentar, ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Freut uns sehr und unterstützt uns sehr. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!